So, da sind wir wieder am Eingang dieser cool verseuchten Gruft. Also machen wir den zweiten Versuch und hoffen dieses Mal nicht von den Ghoulen gefressen zu werden. Wie man hier schon nagen hört. Und ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass diese Skelette hier irgendwann aufstehen und uns auch töten wollen. Aber wahrscheinlich auf dem Rückweg. Gut, dann wollen wir uns erst einmal mit den Ghoulen hier anlegen. Die man hier schon ordentlich fressen hört, die uns jetzt angreifen. Eigentlich sind sie ja nicht... Okay, sie haben schon noch mehr Lebenspunkte als wir, aber... Ja. Bei Androspark! Trotzdem waren sie eigentlich die Ersten, jedenfalls relativ schwach. Okay, das sind nur drei Stück, die sollten wir schaffen. Das letzte Mal wurden wir dann an der einen Stelle von fünf überrannt. Angriff! Ja. Aber wir sollten sie dieses Mal von Anfang an nicht auf die leichte Schulter nehmen. So. Dass der Sternstoff von Quado scheint wenigstens guten Schaden bei denen zu machen. Es gibt ja Gegner, bei denen macht das fast gar keinen Schaden. Oh, aber die beiden mussten noch ordentlich was einstecken. Pyris sollte doch gleich mal Vorgrim heilen. Jetzt ist nur Heile übrig. So. Geheilt ist die ganze Truppe. Hier wuselt gerade kein Ghoul mehr rum. Da würde ich mal sagen, gehen wir dieses Mal... Und ja, ich speichere jetzt wieder ständig aus Paranoia. Gehen wir dieses Mal erstmal links herum. Auch wenn ich da gleich schon wieder fressende Ghule höre. Aber diesmal sind es nur zwei Stück. Die dürften wir doch leichter schaffen. Ja, weiche. So. Angriff! Ja. Und der letzte Ghoul. Auf jeden Fall fressen Ghoul Leichen und sind dabei laut wie... Aua. Naja, laut wie Aua nicht gerade. Aber sie sind ziemlich laut, Ghule. Und ja, ich muss sie alle vernichten. Balsam Salabunde. Gut, hier müssten gleich irgendwo die nächsten sein. Ich höre sie schon fressen. Geht's hier lang weiter? Ja, da lang geht's auch weiter. Mal gucken, wer ist denn mal hier. Sind wieder zwei Stück. Nein, das war falsch. Wo ist die ganze Truppe? Wo ist der Ghoul? Da ist der Ghoul. Ja. Ich wollte nur den da angreifen, und zwar wieder im Fulminictus. Was? Auch mit Wuchtschlag. Ja. Quan auch den mit Sternenstaub. Und Feuerriss den mit einem Scharfschuss. Und ja, manchmal sage ich wirklich, wie ich die Kampfstrategien denke. Und manchmal nicht. Weil auf Dauer wäre das, glaube ich, auch ein bisschen übertrieben. So, einer tot, bleibt noch einer. Beide tot. Und die haben ja leider anscheinend nichts dabei. Und ja, lacht mich ruhig aus für das ständige ins Fallen laufen. Ein kunstvoller Sarkophag. Oh ja, das ist ein Teil des Emblems. Das andere Teil fanden wir auf der anderen Seite. Aber erstmal kurz hier umgucken, ob hier noch was ist. Außer Urnen, die wir nicht zerschlagen, weil wir die
Ruhe der Toten nicht stören wollen. Noch mehr Ghule. Angriff! Noch mehr Ghule sind noch mehr lästig. Was? Weiche! Und ich bin schon wieder stark angeschlagen. Die Ghule haben offensichtlich Spaß dran. Und die machen wirklich ordentlichen Schaden, wenn sie Schaden machen. So wie sie gerade bei Quado Schaden machen. Balsam Salabunde. So. Ich glaube, ich hol doch mal wieder den Flimflam raus. Dass das für euch nicht zu dunkel ist hier. Ja, das ist schon etwas besser. Flimflam ist an. Wir hätten Quano auch einfach eine Fackel in die Hand drücken können. Schnell gespeichert habe ich gerade eben. Dann gehen wir jetzt nochmal auf die andere Seite, wo wir das letzte Mal ja gestorben sind. Ja? Dieses Mal bin ich nicht reingelaufen, seht ihr? Liegt das am Flimflam? Lange hält er leider nicht. Hm, wisst ihr was? Zauber. Ich sollte den mal wenigstens auf plus 5 steigern. Dann hält er wenigstens Modifikator plus 1 bei 30. Ja, da hält er wenigstens. Na gut, steigern wir nochmal. Da hält er 3 Minuten. Obwohl, da hält er 3,5 Minuten sogar. Und ist heller. Ja, das ist doch schon viel angenehmer. Und der eine Ghoul ist nicht mehr hier. Der frisst dann wohl hier unten. Ja, hier fressen Ghoule. Dieses Mal sind sogar wieder 3 Stück. Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn die 5 Stück wieder kommen, die uns getötet haben, brauche ich ein Zündungsschild und alle anderen Tricks, die ich habe. So. Sind die auch gleich tot. Der Sarkophag ist bereits geplündert worden. Ich glaube, der Ghoul hier mit der mit dem Stück Rohr in der Hand hat das zweite Emblemteil. Genau. Jetzt fehlt nur noch das dritte Emblemteil, so wie es aussieht. Das scheint nämlich das untere Stück zu sein und das hier das linke. Fehlt noch das rechte. So, habe jetzt noch mal Quick Saver. Jetzt kommt gleich die Stelle, wo ich das letzte Mal gestorben bin. Ja, den Ghoul da. Was? Ai? War ihr? Ja. So. Sie nehmen Schaden, aber sie machen auch verdammt viel Schaden, muss man sagen. Da wünscht man sich doch ein bisschen irgendwelche Feuerzauber zu haben. Also gerade ein Ignifaxius. Wäre nicht schlecht, aber den kann ich leider nicht lernen. Und Feieres glaube ich auch nicht. Aber was ich machen kann und was in diesem Fall vielleicht angebracht wäre, sind die Pfeile wechseln. Schau, dieses Loch in der Wand. Da müssen diese Scheuße alle her sein. Okay, genau. An dieser Stelle kommen die Ghule rein. Hier sind nur 2 Stück.
Hm? Angriff! Ja. Gerade. Komm schon! Noch? Was? Aber das wird Weiße. Noch schlimmer. Und der erste ist tot. Ah, da kommen gleich schon die neuen. Ja, genau, die kommen da nämlich aus dem Loch gestürmt. Am besten mache ich schon mal dein Sumos Schild an. Wenn dann mehrere auf einmal kommen sollten, was ja gleich der Fall sein dürfte. Feiere es halt schon mal vor Grimm. Nummer sicher ist da besser. Ja. Hm? Ja. Was? So. Jetzt kann sie einen scharfen Schuss auf den da machen. Und da ist auch schon der nächste. Da sollte Quano lieber mal Sternenstaub schmeißen und sie sollte nach ihrem Scharfschuss mal Quano heilen. So. Genau so, nicht anders. Und das war der letzte. Dann kann Fyrus jetzt erstmal wieder auf normale Pfeile umschalten. Und wir machen nochmal einen Schnellspeicherstand. Weil, das klingt so, als ob hier noch mehr Fresser sind. Sind sie auch. Aber diesmal wieder nur drei Stück. So. Ich glaube, das war das letzte Mal einfach unglücklich. Wahrscheinlich sind auch noch die Ghule aus dem Raum hier angerannt gekommen und wollten uns lieb haben. Oder verspeisen, besser gesagt. Was? Das war nicht ich, das war Fyrus, die keine Munition mehr hatte. Und keiner greift im Augenblick an, das ist auch schlecht. Oh, 40 Schaden. Das war jetzt mal ordentlich. So. Und das war tatsächlich der letzte von ihnen. Was? Fyrus kann mal hier... Ah, ich würde sagen, ich weiß jetzt auch, wo das Emblem reingehört. Chronik von Goldenhain. Was steht denn da? Geht das länger? Ja.